Ha, na gut, komm, wir ziehen jetzt erstmal diesen Weg hier einfach durch. Und dann gucken wir mal im Endeffekt, was passiert. Ist auf jeden Fall auch wichtig und richtig, dass ich jetzt hier erst die Erde drüber gezogen habe, um dann nachher wieder die Erde wegzuziehen. Das ist extrem gut geplant gewesen von mir. Man hätte das im Vorhinein planen können, aber ehrlich gesagt, dann wäre es ja langweilig. Also was soll das? Was soll das? So, das ist jetzt das, was ich vorhin in einem der letzten Parts meinte. Wahrscheinlich im vorletzten. Dass wir jetzt halt hier dafür sorgen müssen, dass der Kies nicht runterfallen kann. Echt jetzt? Ich habe einen 64er der Kies mitgenommen. Ist das schon ein 64er der Kies, der hier rumliegt? Das ist nicht dein Ernst, ey. Na gut. So, und jetzt könnte man halt hier den komplett dicht ziehen auf der Seite einfach, ne? Dass der Weg auch wirklich direkt an der Mauer lang geht. Will ich das? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Diesen Abstand ist, glaube ich, schon okay. Macht das Sinn, den hier komplett zuzubauen? Ja, doch, eigentlich macht das Sinn. Komm, nevermind. Eigentlich macht das Sinn. Wir sind jetzt noch so ein bisschen in der Ausprobierphase, Leute. Ich habe mir auch vorher wirklich gar keine Gedanken gemacht. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du jetzt angeschissen kommst, Bruder. Hab mir auch wirklich vorher gar keine Gedanken darüber gemacht, wie das hier aussehen soll. Von daher wird es ein bisschen, ja, hingeschissen erstmal aussehen, aber so what? Wir werden das Stück für Stück, denke ich, zu irgendwas bringen. Also auch, was man sieht, ist halt auch von hier, ne? Das darf halt echt nicht zu scheiße aussehen. So, ich brauche auf jeden Fall mehr Cobblestone. Ich brauche sowieso viel mehr Kies. Kies müsste aber noch eine Menge eigentlich auch hier in den Truhen rumgammeln. Na gut, Menge würde ich es jetzt nicht nennen. Ah ja, doch. Ah ja, doch. Ah ja, doch. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Ich glaube, ich habe eigentlich, blöde Frage, von den Clean Stones nur einen Stack mitgenommen. Wenn da noch zwei Stacks in der Truhe rumliegen. Was habe ich mir denn dabei wieder gedacht? Keiner weiß. So, das hier gibt nicht viel Sinn. Danke. Das hier gibt auch nicht viel Sinn, danke. Ich könnte noch ein paar Fackeln bauen, ehrlich gesagt. Lass das nochmal schnell machen. So. Ne, Sticks habe ich hier noch. Wunderbar. Now we talking. Now we talking business. Business. Okay. Ich werde auch da vorne noch Laternen hochziehen, denke ich. Ah, wobei das dann scheiße aussehen könnte, wenn die Wand dann direkt hier am Weg ist, ne? Oder die Laternen stehen eigentlich auf dem Weg, ne? Genau. Die stehen auf dem Rand vom Weg. Habe ich noch Holz? Ja. Das heißt, ich würde die dann im Endeffekt 1, 2, 3, 4, 5 und die 6, glaube ich, dann gesagt, ne? Oder? Ich weiß ja, ich gesagt, unsere Abstände nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Was willst du denn, Alter? 1, 2, 3, 4, 5. Und die 6. Ja, genau, passt doch. Passt doch. Okay. Dann machen wir das so. Würde ich hier eine sein. 1, 2, 3, 4, 5 und die sechste. Ich bin blöd, ich war schon die Seite gewechselt. Kollege, der Friedhof ist noch nicht fertig. Du wirst noch ein bisschen warten, bevor wir dich begraben können. Und wenn du so lange hier rumliegst, dann stinkst du. Also geh erstmal woanders hin. So. Nein? Ja, ich dachte. Ich dachte, einer von den Kollegen will schon wieder. Ah, einer von den Kollegen. Jawohl.
Davon brauchen wir auf jeden Fall mehr. Mehr Creeper braucht das Land. Okay. Nein, das war dumm. Das war nicht klug. Naja. Ah, das ist jetzt meine eigentliche Grenze gewesen, die ich da gezogen habe. Fällt mir gerade auf. Dann machen wir den doch mal weg. So. Das auch mal weg. So. So. Jetzt nimmst du den hier mal weg, den Scheiß. Okay. Ja, ob ich das auf die andere Seite jetzt wirklich weiterziehe, weiß ich noch nicht. So. Was wir hier machen könnten, wäre eine Tür. So. Irgendwie so. Und dann wäre das hier die Außenmauer. Dann haben wir diesen ganzen Bereich hier unbenutzt. Schon ein bisschen Verschwendung eigentlich, ne? Nicht ganz glücklich. Nicht ganz glücklich. So. Aber das kann man dann, ne, führt dann hier raus quasi und dann kommt man hier sonst wo da drüben hin. Dann können wir da drüben noch irgendwann was anderes hinbauen. Ja, das soll ja auch alles so ein bisschen verbunden sein miteinander. Wobei, ob es jetzt Sinn macht, dass man immer durch den Friedhof gehen muss, um dann zu dem anderen Bauwerk zu kommen, was soll man wieder hinten hinbauen? Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber es wäre dann halt so. Man kann ja theoretisch auch außen rumgehen. Ne? Aber es macht auch keinen Sinn, dann eigentlich da noch einen Abzweig vom Weg zu bauen, der hier außen rum führt, weil dann kannst du auch noch so durch den Friedhof laufen. Ja, es ergibt noch nicht alles so viel Sinn, wie ich das hier gerade baue, ne? Ich würde ja sagen, Leute, keine Sorge, ich habe mir da genau einen Plan gemacht und später wird das alles Sinn ergeben, aber das wäre absolut gelogen. Ups. Ach, guck mal! Stimmt, ich brauche ja gar nicht, ich brauche ja theoretisch gar nicht immer zwei Slabs setzen, fällt mir gerade auf. Ich kann ja voll cheaten. Macht das einen Unterschied? Macht das irgendwo Probleme später? Ich glaube nicht, oder? Eigentlich nicht. Das kann ich machen. Oh, cool. Oh, auch cool. I take it. Ah. 1, 2, 3, 4, 5 und der 6. Ist okay, ist okay, ist okay. Ja, mit der Wand hier direkt dran, dann bin ich nicht glücklich. Die muss anders. Ziemlich sicher. Dann lass mal wegen hier auf der Höhe das wegreißen. Dann ist es symmetrisch. Wobei die Grenze ja auch rein artificial gezogen wurde. Aber hey, man macht wenigstens bis hier noch oder so, dass wir noch diesen Platz hier mitnehmen. Dann können wir da irgendwelche Büsche hinmachen. Ja, 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 dann machen wir so einen Wasserbrunnen hin, wo man seine Gießkanne auffüllen kann, um die Blümchen zu gießen auf dem Friedhof. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Dann warte mal kurz. Dann nutze ich sogar hier noch ein bisschen mehr Platz. Ne? Gerade eben hatte ich zu viel Platz, jetzt habe ich zu wenig Platz. Man kennt es. Wie das halt immer so ist. Hä? War ich auch, wenn ich gerade noch ganz? Also ja, Captain Obvious, bevor sie kaputt war, war sie ganz. Das ist mir auch klar. Aber ich dachte, die hat noch echt viele Leben gehabt. Ich habe kein Holz mehr. Ah, scheiße. Und sagst du auch nicht mehr so viele Leben. Ja, gut. Was machen wir da, Leute? Was machen wir da? Da hacken wir ein paar Bäume um, würde ich sagen. Das ist ganz einfach. Ganz einfache Tatsache. So. Ich müsste doch auch noch irgendwo Holz rumliegen haben. Das denke ich jedes Mal. Ich denke jedes Mal, irgendwo müsste ich noch Holz rumliegen haben. Und dann habe ich keins mehr. Weil ich dauernd so viel Holz brauche. Das wäre mir auch ein bisschen dumm. Es ist ein bisschen blöd. Aber gut.
Oh, doch, ich glaube, dieser Friedhof wird was, oder? Ich glaube, der wird was. So. Mal zwei Schaufeln gleich. So. Irgendwie haben wir jetzt gerade ein bisschen Platzmangel hier, fällt mir auf. So. Okay. Eine Axt könnte ich auch noch gebrauchen, aber dafür habe ich jetzt keinen Platz. Von daher, was soll's. So. Passt so eigentlich schon fast, würde ich sagen. So, oder? So, und dann können wir nämlich bis hier unseren Friedhof noch ausweiten. Shit. Ja, oder? Und dann kommen hier Sitzgelegenheiten hin. Wie gesagt, so ein Pool. Also, Brunnen. Und so ein paar Büschchen oder sowas können wir da hinpflanzen. Und dann sind links die Gräber und rechts halt, ja, die Gelegenheiten und so weiter. Ich glaube, das ist eigentlich echt keine blöde Idee. Und dann sieht das hier ein bisschen besser aus mit den Laternen wahrscheinlich nachher, weil die nicht so an den Rand gequetscht aussehen. Das ist okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre dann hier. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Das passt perfekt, weil da drüben sind es nämlich auch 5, glaube ich, bis der erste Block gesetzt ist. Das finde ich gut. Ja, gut, jedenfalls abgezählt von der Kirche, ne? Ja. Ganz ehrlich, das ist auch rein artificial, diese Grenze, die ich gesetzt habe, ne? Ich könnte auch einfach hier schon sagen. Rein damit. Ne? Warum muss das hier sein? Das ergibt gar keinen Sinn. Honestly. Right? Eigentlich nicht. Das einfach so machen. Weil ich glaube, wenn das da so lange schon noch eingezäunt ist, sieht das auch irgendwie blöd aus. Oder? Dann kommt man direkt hier in relativ. Ja, so kommt man direkt in einen relativ offenen Bereich rein. So hat man noch ein bisschen mehr Führung. Aber wir Deutschen haben es nicht so mit Führern, müsst ihr wissen. Historisch nicht gut gealtert. Nee, ich glaube, wir können es ruhig so machen, oder? Mal schauen. Da muss man sich halt überall noch Zäune drauf vorstellen, ne? Okay, warte mal. Bevor ich das jetzt baue, wie symmetrisch ist denn das jetzt aktuell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe mich erzählt, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mach doch keine Faxen jetzt. 27. 27 heißt, wir hätten einen Mittelweg. Oder halt einen Dreier-Mittelweg. Das wäre okay. Das wäre honestly okay. Ja, ist in Ordnung. 27, Dreier Mittelweg, das heißt, wir hätten 24, wir hätten 12 auf jeder Seite. Lass mal kurz testen, wo das wäre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und dann hier. Da wäre der Weg. Ich bin gerade überlegen, ob es hier wirklich Sinn macht, die Laternen so versetzt zu machen oder ob man die nicht lieber hier auf dem Friedhof anders macht. Weil es ist ja nicht derselbe Weg wie draußen. Es ist ja ein Friedhofweg hier. Ich glaube, hier macht es sogar Sinn, die Laternen anders zu machen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie anders. Oder die Beleuchtung irgendwie anders zu machen. Vielleicht direkt auf den Boden zu setzen, die Glowstones. Ich glaube, das macht hier an dieser Stelle tatsächlich Sinn. Für den Friedhof. Oder vielleicht die Glowstones einfach direkt so auf den Dings drauf zu setzen. Oder auf den Zaun. Wir machen einfach nur einen Zaun da drin und machen direkt den Glowstone. Weil Riesenlaternen machen hier keinen Sinn. Wir sind ja nicht draußen auf der Straße. Naja. Ja, finde ich besser. Okay.
Passt. Passt, 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 passt. Und dann machen wir das jetzt hier weg. So. So, warte mal. Und jetzt haben wir 12 Blöcke hier übrig. Das heißt, ich könnte dann Gräber machen, die zum Beispiel 2, ein Grabstein, 2 Platz, 2, ein Grabstein, 2 Platz. Bam. Passt nicht. Keine Ahnung. Zwei Platz, zwei Grabstein, zwei Dings, ein Grabstein, zwei Platz, zwei Dings, ein Grabstein, zwei Platz. Passt, passt, geht auf, ist geil, machen wir so, ist gekauft, so, bam, bam und dann hier runter, weil ich jetzt nicht bedacht habe, ist, da ich damit hier schon fast an unserer, an so einem Turm klebe. Das ist zu nah. So nah würde kein Mensch einen fucking Friedhof an eine Kirche bauen. Ja, ist zu nah. I don't like it. Ah, das habe ich nicht beachtet. I don't like it. Glaube ich. Ja, 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 da hilft nur eins. Da müssen wir den Turm nochmal preisen, Leute. Sorry. Der muss dann nochmal weg und tatsächlich mindestens 2 Reihen kleiner gemacht werden. Das heißt, wir bauen einfach den hier dann nochmal neu. Das heißt natürlich auch, wir müssen den auf der anderen Seite neu bauen und aus Symmetriegründen. Und wahrscheinlich ist dann halt auch, sieht das auch ein bisschen blöd, wenn der Turm dann kleiner ist. Dann werden wir auch die Kirche vorne dran wahrscheinlich ein bisschen kleiner bauen müssen, damit das nicht so kacke aussieht. Das heißt, also die nächsten 80 Parts werden wir leider die Kirche nochmal abreißen müssen. Ne? Aber ich glaube, das ist das Beste an der Stelle. Ja, na guck, da kommt schon der Abrisstrupp. Der hat schon direkt die Abrissbirne mit dabei. Großen Kisten TNT ist auch am Schlüssel. Das finde ich super. Alter, wirklich. Es ist insane, was man für eine Kacke von sich gibt, wenn man einfach nachts um 20 vor 12 noch Minecraft spielt. Es ist insane, Leute. Hört mir nicht zu. Hört mir einfach nicht zu. Oh mein Gott. Okay, 5 Minuten noch, dann haben wir diesen Part voll. In der Zeit würde ich jetzt gerne noch aus... Baldovern, wie jetzt unser Drecksfriedhof aussehen soll. Ich werde mir damit mir selbst nicht so ganz einig. Alter, das ist ja eine Invasion hier, Alter. Das ist ja bescheuert, bist du da dabei. Alter, macht mal keine Faxen hier, wirklich. Immerhin können wir wieder eine Menge TNT bauen jetzt, ne? Also von hier am Eingang finde ich es eigentlich gut, ehrlich gesagt. Wir könnten es eins erweitern, aber dann passt die Symmetrie nicht mehr. Dang it. Brenne. Hallo? Danke. Danke, danke, danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. Danke. Leute, gebt mal einen Tipp. Ich könnte auch einfach hergehen, das hier nach hinten noch 2 erweitern. Und dafür vorne wieder 2 dran kleben. Da hätten wir die Maße gleich gelassen und uns einfach nur um 2 verschoben. Aber by the way, wenn ich das als Wasserfall bauen möchte, soll ich vielleicht auch mal gucken, wo der überhaupt wäre. Wäre ja irgendwo. Hier. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Oh, ganz nice. Ganz nice. Schon mit Ausguck hier. Ist okay. Ist okay. Scheiße. Hier war's, oder? Da wäre also Wasserfall. Ist okay. Wenn ich das 2 nach hinten setzen würde, würde ich den Weg um 1 versetzen, richtig? Nein, ich würde ihn um 2 versetzen, weil ich versetze das ganze Ding. Ah. Oder nee, warte, ich versetze nur 1.
Nee, weil ich versetze das ganze Ding. Ich versetze ja, ich mache ja nicht mehr dran, ich versetze ja das ganze Ding. Oder ich ignoriere halt einfach, dass da hinten so nah dran ist, ehrlich gesagt. Nee, komm. Ich könnte doch einfach hier die Begrenzung. Anders machen, ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es hier wäre. Ich würde auch einfach ein bisschen mehr Abstand lassen. So zum Beispiel. Ne? Es hilft mich ja keiner, das direkt daran zu bauen, ehrlich gesagt. Scheiße. Könnte man das so bauen, dann sieht es auch nicht so beengt aus. Ja, aber dann ist es eigentlich schon wieder viel zu breit. Ich meine, es ist ein Friedhof, Bruder. Ah, ich werde wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie ich diesen Eingang bauen soll. Der macht mich fertig. Dieser Eingang macht mich fertig. Ganz ehrlich, Leute. Das sieht hier hinten nachher kein Vogel. Ach komm, wir machen das trotzdem weg. Jetzt ist, man sieht es doch später locker nicht, da achtet kein Mensch drauf, aber es, ich weiß, dass es halt so ist und es triggert mich. Es ist mir einfach zu nah an der Kirche. Es tut mir leid, Leute, es ist mir einfach zu nah an der Kirche. Wir werden jetzt die letzten paar Minuten hier von diesem Part noch verwenden müssen, um das hier jetzt gerade noch einmal neu zu ziehen. Das heißt, in dem Fall jetzt, wir machen das hier. So. Ziehen das so. Ja, ob ich das jetzt... Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch den Weg hier tatsächlich mit Cobblestone einfach abgrenzen, ne? Weiß ich gar nicht genau. Wäre vielleicht auch keine dumme Idee. Ja, guck mal, dann hängen wir hier nicht mehr auch direkt im Gras drinne. Ist alles in allem schon besser. Ist alles in allem schon besser. So. Dann machen wir das so. Und jetzt versetzen wir einfach den ganzen Stonzchen 2 nach hinten. Warte mal, ich habe 2 abgezogen. Ich könnte auch einfach den Weg jetzt 1 nach rechts versetzen. Dann wird es wieder stimmen, ne? Weil dann habe ich hier wieder einen mehr und hier einen weniger. Das ist eigentlich viel einfacher. So, jetzt sind es hier 3 drin. Ne, weil vorher waren es... Ah, nicht fahren. Vorher waren es 12. Ach egal, ich zähle jetzt einfach nochmal ab, scheiß drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sind es jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, passt. Ist immer noch symmetrisch. Okay. Dann ist es okay eigentlich. Es passt halt mit dem Beleuchtung hier überhaupt nicht, aber die ändere ich ja eh später. Das ist gerade wurscht. Ja, ist okay, glaube ich. Ich glaube, so lassen wir es. Also, ja, den Eingangsbereich werde ich wahrscheinlich irgendwann noch anpassen. So, jetzt ziehen wir hier kurz den Weg fertig, damit ich mir quasi einen Reminder setze, wie das gedacht war. Die letzte Reihe lasse ich erstmal absichtlich übrig. Weil da brauchen wir ja keinen Ausgang oder sowas. Das heißt, da müssen wir eigentlich auch nicht bis zur Wand vordringen. So. Na, das ist das. Und dann könnt ihr euch vorstellen, links und rechts Gräber. Hier halt irgendwie ein so ein Special-Grab meinetwegen, wo dann ein Wasserfall reinzimmert oder so in der Art. Hier Sitzgelegenheiten, vielleicht so ein Dings in der Mitte, so ein Brunnen in der Mitte für Gießkannen auffüllen und so weiter. Na? Und dann, ja. Ja, das hier. Das macht mich nicht glücklich. Ich glaube, die erste Idee war doch die beste. Wir lassen es einfach so. Ich glaube, die erste Idee war einfach doch die beste. Ist ja meistens so. Weil es darf halt auch nicht zu viel Platz sein. Ich meine, ich baue es ja absichtlich nicht als Riesenmauer.
ne? So undurchdringlich. Wobei, ehrlich gesagt, Achtung, ich habe gerade eventuell eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Das habe ich ja bei unserem Haus schon gemacht. Das fand ich da. Ah, ne, bei unserem Haus habe ich es ein bisschen anders gemacht. Stimmt. Never mind. Wollen wir sowas machen? Und dann müsste ich jetzt hier halt so irgendwie weiterbauen. Und der Effekt wäre derselbe. Man kann nicht mehr drüber springen. Und es sieht so ein bisschen friedhofmäßiger aus eigentlich, oder? Eigentlich schon. Ey, das finde ich gar nicht schlecht, Leute. Ich glaube, ich hatte gerade eine zündende Idee. Das finde ich nicht schlecht. Gut, hier kann man drüber springen, aber das ist ja egal. Es ist nur von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Das finde ich nicht schlecht. Und das sieht dann auch da hinten besser aus mit dem Abschluss. Weil die Zäune würden da ja nicht dran verbinden. In der Beta. Das machen wir so. Leute, ich hatte gerade noch hier zum Ende die zündende Idee. Ich glaube, das ist gut so. Eventuell muss ich den hier anders machen. Und vielleicht lassen wir den einfach so tatsächlich. Oder rein theoretisch könnten wir den... Aha. Rein theoretisch könnten wir den so machen, aber nee, das sieht scheiße aus. Nee, vielleicht lassen wir den tatsächlich einfach so dann als Einzelblock. Nach innen kann ich das machen, nach außen halt nicht. Na, weil nach außen soll man nicht reinspringen können. Das heißt, hier kann ich das nicht machen. Da müsste ich dann zumindest sowas machen. Wäre auch okay, ehrlich gesagt. Weil ich möchte halt keine Viecher reinbekommen, wisst ihr? Ich meine, dass ich da jetzt drauf springen kann, geschenkt. Aber da sollen keine Viecher reinkommen. Doch. Und ich glaube, so fühlt sich jetzt auch nicht zu eng an oder sowas hier. Nee, das ist okay. Das ist okay. Leute, das machen wir so. Ich glaube, die Invasion, wollte ich gerade sagen. Die Vision steht. Friedhof wird dann in der nächsten Aufnahmesession hoffentlich irgendwie weitergebracht, / abgeschlossen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr das hier angeguckt habt und mir zugehört habt bei meinem nächtlichen Blödsinn. Bevor es jetzt hier wirklich komplett entgleist, werde ich sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Part wieder, wenn ich hier alles so gebacken bekomme, wie ich es gerne backen möchte. Bis dann und ciao.